alles um diese wunderschöne Lichtquelle da oben, nämlich die Sonne. Aber tatsächlich nicht direkt um die Sonne, sondern um eine Technologie, die brandneu ist und die Sonnenlicht imitiert. Es handelt sich um den Blue Room, Leute. Der Blue Room ist eine faszinierende Innovation, über die ich euch gleich mehr erzählen werde. Bin ich hier im mysteriösen, magischen Bloom angelangt und vor mir steht Frau Dr. Bortfeld. Ja. Hallo, schön, dass Sie sich für dieses kleine Interview hier noch zur Verfügung stellen. Wir stehen jetzt hier in dem Bloom drin. Wir sehen hier unten die Liege und wir sehen diese oktagonale Struktur dieses Raumes. Und allein wenn man hier schon reinkommt, ja, die Atmosphäre, hier liegt eine ganz besondere Frequenz in der Luft. Leute, die fühlig sind, sagten, sie spüren das auch gleich. Wie kamen Sie zu dieser Idee mit dem Bloom, dass Sie das aufgegriffen haben und umsetzen? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, aber ich will sie gar nicht so ausziehen. Ja, ich habe also selber mich sehr viel mit Frequenz beschäftigt, weil ich auch sehr viel Frequenztherapie selber mache und habe dann auf meinem eigenen Entwicklungsweg den Arzt kennengelernt, der gemeinsam mit der Dame, die das entwickelt hat, den ersten Blue Room in den USA gebaut hat. Den kannte ich und war total neugierig, was die da eigentlich machen. Bin rübergereist und habe gesagt, also das will ich sehen. Ich will sehen, was das ist, weil das hat mich fasziniert schon vom ersten Gespräch. Richtig. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann dort zwei, einen in seiner Praxis und einen noch an einem anderen Standort. Und die habe ich beide ausprobiert und habe gesagt, ich brauche keine Minute überlegen, der muss nach Europa. Richtig. Und wir waren dann auch die Ersten, also die den nach Europa geholt haben. Okay. Und zeitgleich ist dann aber eigentlich mit, ja, der stand erst in Bad Mergentheim und zeitgleich hat dann in der Schweiz dann aber auch noch eine Eröffnung, genau. Gleich einen Eröffnungstag. Und dass er dann nach Weimar gekommen ist, das ist dann noch wieder eine andere Geschichte. Aber so ist das gewesen. Super. Ja. Und was haben Sie hier für Erlebnisse schon erlebt mit Patienten, Kunden oder Sie selbst auch, wo Sie sagen, das ist fantastische Wunderheilung gewesen? Ja, also das ist ja immer so eine Sache mit den Wunderheilungen. Ne? Vorsichtig sein, klar. Vorsichtig keine sein. Health Claims. Also was der Bloom definitiv kann, ist, dass er einen sehr, sehr tiefen Entspannungszustand bringen kann. Das hängt mit der Frequenzatmosphäre hier drin zusammen. Also der Raum wird mit ultraviolett-blauem Licht beheizt, also mit UV-Licht. Beheizt heißt, es ist kein Solarium, sondern wir schalten ganz kurz, ein paar Minuten, eine ganz spezielle UVB-Lampe an mit ganz speziellem Frequenzspektrum, also nicht das gesamte UV-Spektrum. Und dann werden diese Lampen wieder ausgeschaltet und wir haben die Frequenz eingefangen im Raum. Und diese Frequenz bewegt sich in dieser Geometrie und innerhalb der Spiegel und erzeugt dann genau hier, wo das ist, eine stehende Welle, also eine Nullpunktenergie. Eine Nullpunktenergie. Und die geht in Interaktion mit der Person, die hier liegt. Und wir haben ja in unserem Körper, wir sind ja auch alles Frequenz. Richtig. Und kommen genau in das Frequenz, in die Frequenzebene, wo der Körper nicht wie bei einem Scanner, aber doch frequenzmäßig abgescannt wird. Richtig. Und bewegen uns in einem Bereich, also es ist jetzt sehr komplex, ich will es auch nicht so kompliziert machen. Super, nee, alles gut. Aber wir gehen in einen Bereich rein, wo der Körper Selbstheilungsfrequenz überhaupt wieder freisetzen kann, weil die blockierenden Einflüsse vom Großhirn und vom Stirnlappen wegfallen. Mhm. Weil dort sitzen unsere Glaubenssätze, die Konditionierungen, das, was uns oft blockiert, überhaupt heil zu werden. Und wir fallen ganz schnell in so einen ganz tiefen Alpha- und Theta-Zustand rein und da kann dann ganz viel passieren. Und je nachdem, wie weit der Mensch, der hier drin ist, auch bereit ist, genau, zu erlauben. Richtig, ja, er muss ja erlauben. Kann von überhaupt nichts bis tiefer Entspannung, bis zur sogenannten Wunderheilung alles passieren. Und wir haben also
auch auf unseren Videos, die auf der Webseite sind, Erfahrungsberichte drauf von Leuten. Also wir hatten zum Beispiel einen Arzt drin, der eine Osteochondrose entwickelt hatte. Mhm. Also die Geschichten kann man nachrecherchieren. Ja, wir haben von solchen Sachen auch die bildgebenden Sachen da und sowas. Super. Also dass man da nichts behauptet. Ne? Ja. Und aber eigentlich die Hauptdomäne ist wirklich tiefes Entstressen, genau. tiefe Burnout-Prophylaxe ne, oder ausgebrannte Leute. Und manchmal ist das einfach so, da wird ein Krankheitsprozess oder ein Schmerzprozess gerade unterhalten, weil die Leute unter Stress stehen und richtig. Ausgebrannt sind. Man sagt ja, Stress ist eigentlich die Ursache von fast genau. allen Krankheiten. Und in dem Moment, wo dieser Stresskreislauf mal unterbrochen wird, genau. wo die mal 20 Minuten wirklich komplett abgekoppelt sind, dann ist manchmal auch das Schmerzsymptom nicht mehr erforderlich. Richtig. Eine neue Chance sozusagen. Schön. Und dann ist natürlich die Frage, was machen die Leute draus? Wir sagen dann oft, also jetzt sind sie da erstmal aus ihrem Folterinstrument Schmerz raus. Richtig. Und jetzt können sie vielleicht mal darüber nachdenken, was zu verändern ist, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, da auch wieder reinzukommen. Ja, absolut. So. Ja. Super, ja. Dann freue ich mich. Vielen Dank. Sie sind ja auch mal durch das Thema Rohkost gegangen, haben ja auch Ihre Rohkosterfahrung, ja. haben wir uns gerade drüber unterhalten. Ja. Jetzt werde ich mal hier in die Erfahrung gehen und so schließt sich der Kreis. Genau so. Und ist wir das. Werden mal gegenseitig in unsere Gefelder reinschnuppern. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals. Also Sie würden auch empfehlen, Leute mit, egal ob gestresst, ob krank oder so, jedem ja. empfehlen herzukommen, das mal zu probieren. Ja, also das ist für jeden geeignet, jede Altersgruppe, auch Kinder. Super. Ne? Was wir beobachten haben, das ist nochmal eine ganz interessante Geschichte, die uns auffällt, ist, dass gerade Kinder, die große Konzentrationsprobleme beim Lernen in der Schule haben, okay. die haben wirklich hinterher konzentrierteres Lernvermögen, weil da oft auch Blockaden drauf sitzen. Und wenn die durchbrochen sind, dann geht es da richtig vorwärts. Also das ist auch eine hochinteressante Sache. Oder auch die also so in diese Richtung Hyperaktivität gehen und so, die werden viel ruhiger. Also die können auch gerne in den Büro kommen und die gehen immer mit einem Elternteil rein, bis zu einer bestimmten Altersklasse, also so, wir sagen so bis zum 11., 12. Lebensjahr, mit einem Elternteil, weil das ist auch immer eine gemeinsame Klar, Thematik. Klar, sagt er eben, ja. richtig. Super. Dann, Leute, ihr seht, also man hat ja auch professionelle Beratung, man kann auch danach noch ein Gespräch mit Ihnen oder... Ja, also wir machen das so, das sind ja zwei, also wir haben ja hier einen ausgelagerten Standort genau. zur medizinischen Begleitung und wenn die Menschen das möchten, manchmal sind wir sowieso hier, aber wenn die das möchten, können wir auch vorher sagen, wir hätten gerne da noch ein begleitendes Gespräch. Super. Und dann wird das extra vereinbart. Sehr schön. Man muss uns nur anzeigen, sonst stehen sie da und erwarten das vielleicht und das ist aber nicht der Fall. Richtig. Weil viele, viele kommen hier einfach her und sagen, ich brauche da keinen medizinischen Kontakt, mir tut das gut und genau. ich möchte das immer genießen. Ja, glaube ich. Na? Super. Gibt es vielleicht eine Perspektive, ob irgendwo in Deutschland schon welche an dem Stehen sind oder noch welche geplant sind? Also es gibt noch einen in Deutschland, der steht in Mülheim an der Ruhr. Genau, in der Nähe von Köln. Da. Und ich habe immer so den unmittelbaren Kontakt mit den Lizenzgeber für Deutschland, ist im Augenblick gar keiner geplant. Okay. Es gibt noch zwei in Österreich und drei in der Schweiz. Genau. Und das ist im deutschsprachigen Raum erst im Moment. Und ich habe auch nichts gehört, dass dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres was kommen soll, kann sich aber manchmal auch schnell ändern. Alles klar. Also Leute, solange wir noch keinen in Frankfurt haben, reist nach Weimar und genießt den Büro. Wenn ich rauskomme, werde ich euch mal was von meinen Gefühlen, meinen Erlebnissen und meinen Emotionen erzählen und bedanke mich jetzt vielmals für das kurze Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke. Ja. Super. So Leute, wir sind hier jetzt in diesem mysteriösen Blue Room. Ihr seht, es ist eine wunderbare Atmosphäre. Allein schon hier das schöne Holz, das hier verarbeitet ist. Drinnen natürlich auch wunderbar. Außerdem ist hier eine Musik. Ihr hört das vielleicht ganz leise im Hintergrund. Diese Musik beinhaltet bestimmte Heilungsfrequenzen, die im Kammerton 432 aufgenommen sind. Dieser Kammerton mit 423 Hertz ist ein besonderer Kammerton. 432 Hertz ist ein besonderer Kammerton, der bestimmte Heilungsfrequenzen ermöglicht. So Leute, nach der Anwendung
kommt man hier in den Ruheraum und hier kann das alles nochmal schön nachwirken. Also es ist auch hier wirklich allgemein eine sehr schöne Atmosphäre, auch eine sehr schöne Wohngegend. Und dieses Bild, finde ich, beschreibt ganz gut, was, glaube ich, gleich mit diesen Blumen passiert. Nämlich eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Und durch Licht, ja, wir sind alle Lichtwesen und solche Anwendungen, glaube ich, sind die Medizin der Zukunft. Ihr seht, hier wird auch ganzheitlich gearbeitet und das Personal ist wirklich sehr holistisch ausgebildet. Das heißt, falls ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder sonstigen Beratungsfragen habt, werdet ihr hier wunderbar bedient. Sie kann man auch gerne mit der ganzen Familie herreisen, das würde ich euch empfehlen, weil Weimar ist wunderschön, habe ich euch ja schon erzählt und gezeigt. Und hier direkt davor ist ein Riesenpark, vielleicht wenn meine Frau jetzt nicht zu müde ist, gehen wir noch dahin, denn sie ist gerade jetzt mit dem Baby drin, weil unser Baby soll natürlich auch aufgeladen werden. Und die wird sich jetzt gleich hier wunderschön entspannen dürfen. Bis gleich, ihr Lieben. Hey Baby, hey Baby. Wie fandest du den Blumen, oder besser gesagt, wir wissen ja alle, du hast gerade ein wunderschönes Kind geboren, das heißt, du hast einen hohen Stresspegel, und wie ging es dir vor diesem Blumen und in der letzten Zeit, wie hast du dich so gefühlt? Ja, man kommt schon an seine Grenzen durch den Schlafmangel. Ja, man fühlt sich halt wie so ein Manager. Ja, also es gibt ja auch so Stressforschung, die sagen, dass so eine stillende Mutter das gleiche Stresslevel hat wie ein Topmanager. Mhm. Also wie beide haben eigentlich das gleiche Stresslevel. Erzähl mir dann. Ja, das war eigentlich der Hauptgrund. Und du wirst ja immer noch ausgesaugt von einer kleinen Zecke, wie wir die nennen. Genau. Ja, das war auf jeden Fall der Grund, warum ich da rein wollte, um einfach mal das auch zu erleben, ob das stimmt, was da über den Blumen gesagt wird, dass es so entspannt ist. Das war es auf jeden Fall. Wir hatten uns ja vorher auch informiert, was war da so hängen geblieben, was ich so gesagt habe, ey, das finde ich cool, wenn das so eintreten würde. Ja, vor allem die Entspannung und auch der gesundheitliche Aspekt, das soll ja auch Wunden oder Blockaden im Körper, also generell so Krankheitsbilder beheben, also soll ja heilend wirken. Genau. Alle möglichen Dinge werden ja da geheilt, ne? Neurodermitis. Schuppenflechte, genau. Angststörungen, ja. Krebs. Krebs auch, gell? Ja. Hey, würdest du, sind hier ein paar Leute, als wir diesen Vortrag gehört haben auch, und die ganzen Informationen gesammelt haben, ein paar Leute bringt man die unbedingt her? Ja, auf jeden Fall. Also, egal was du hast, allein wenn du wirklich vom Beruf aus gestresst bist, bis hin zu kranken Menschen, Krebskranke, Herz-Kreislauf-Probleme. Der war doch auch ein Asiate, der Herzrhythmusstörung hatte. Aufgrund dessen hat er doch dann so einen Blue Room in China, oder wo ist es? Tokio. Gebaut. Und was würdest du sagen, wie du dazu reinkamst, hast du schon besser bemerkt, wie fandest du? Ja, allein wie es da dran aussieht, ja, alles verspiegelt an dieses blaue Licht. Schon, ich weiß nicht, kommst du dir vor wie in so einem UFO, also in einem Raumschiff. Ja, okay. So richtig für Space kommst du dir vor und dann legst du dich dahin und dann läuft ja so entspannende Musik noch. Genau. Das sind übrigens die gleichen Töne. Ich habe ja so ein neues Intro, was der Ahmed mir gemacht hat. Und da ist ja so eine bestimmte Frequenz. Und die sind so heilende Frequenzen. Das hat sie übrigens auch in meinem Intro jetzt, Leute. Also wenn ihr mein Intro seht, Leute, hört, da habt ihr auch die Heilungsfrequenz jetzt drin. Also hört euch immer mein Intro wieder an. Danke nochmal, Ahmed. Also, sorry. Auf jeden Fall. Ja, David. Kleine, erzähl das mal von dir und dann das Baby Amaro erlebt hat. Ja, auf jeden Fall. Die ersten 3 Minuten ist ja auch so ein UVB mit drin, genau. In dem Licht. Da kriegt man noch so eine Schutzbrille auf. Und ja, und dann nach den 3 Minuten bist du eigentlich dann, hört es dann auf, dann kannst du auch die Pille abnehmen. Und dann entspannst du eigentlich nur, du spürst so eine, also ich habe so eine Energie irgendwie gespürt in dem Raum, auch auf meiner Haut. Als ob ich so meine Aura spüren würde. Ja. Okay. Und das hat dann, also es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich dann fast eingeschlafen bin. Und dann nach 10 Minuten kamst du ja mit ihm. Ja. Er war ja total happy da drin, hat nur gelacht. Ja, er hat geschlafen und war dann wach geworden. Hat sich
Hat sich die Lichter angeguckt, genau, war richtig geflasht von der ganzen Umgebung. War auf jeden Fall sehr froh, da drin zu sein. Und dann sind wir raus. Okay. Ja, und jetzt bin ich schon entspannter auf jeden Fall. Ja, merkst du irgendwie so schon? Ja, ich komme so vor, so als ob ich von einer Massage komme. Ja, so. So Leute, ich zeige euch schon mal ein bisschen hier die Praxis, weil das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr schönes Umfeld hier. Und man fühlt sich hier sehr geborgen und zu Hause. Also auch hier der Empfang. Und jetzt ist ja klar, man muss hier noch ein bisschen was ausfüllen, ja. Also es wird hier alles protokolliert, dokumentiert auch. Dann sind natürlich auch sehr ganzheitlich ausgebildetes Personal hier. Und solche schönen Bücher. Und ganz, ganz wichtig, Leute, was haben wir hier? Die Blume des Lebens, ja. Hier natürlich wie kein anderes Symbol die Schöpfungsmathematik symbolisiert. Ah ja, jetzt spielt meine Kamera. Und in der ein tiefes Wissen verborgen ist. Ich könnte darüber allein einen Vortrag halten. Sie enthält alle Schwingungen, alle platonischen Körper, alle Frequenzen, die es so gibt. Und ist eine sehr, sehr interessante Form. So ihr Lieben, nach meiner begeisternden Erfahrung jetzt im Blue Room habe ich nochmal die Ehre, mich mit Edeltraut zu unterhalten. Edeltraut arbeitet hier am Empfang und hat schon so einiges miterlebt, aber hat auch selbst eine wunderbare Geschichte, die sie uns gerne erzählen möchte. Und hier ist das Mikro Edeltraut, das heißt, wenn du ein bisschen in die Richtung reden würdest, dann erzähl mal. So, also ich war dann 1, 2, 3 Mal im Blue Room, schon nach dem ersten Mal bin ich dann früh morgens wach geworden und ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Also ich bin 3, 4 Mal nachts auch raus. So, und nun sind wir ja nicht mehr die Jüngsten und da ist das halt eben so. Und als ich dann früh morgens raus bin, schaute ich auf den Wecker und denke, es ist schon um 5, warst nur einmal draußen. Gell? Dann habe ich mich so hingesetzt und habe gedacht, was war denn heute noch anders? Dein Rücken hat dir gar nicht mehr so weh getan. Ach was. Ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, wir müssen mal eine neue Matratze kaufen. Mhm. Also hat sich das auch gebessert. Ne? Das war die Woche zuvor. Die nächste Woche war ich dann hier und habe wieder geguckt. Dann nach dem Dienst bin ich dann nochmal rein. Am Montag war das. Ich hatte immer schon das Jahr zuvor Schwierigkeiten mit dem Knie, also Bewegungsschwierigkeiten. Ich weiß, ich habe da auch eine Bigotzyste, die fühlt sich mal und fühlt sich mal nicht. Und ich hatte eben diesen Druck drauf beim Laufen und lebst halt damit, grinst ja nicht wegen allem gleich zum Doktor. Richtig. So, und nach dem zweiten Mal habe ich das Gefühl gehabt, meine Wade hat sich irgendwie bemerkbar gemacht. Ich wusste aber nicht, warum. Dann bin ich den Dienstag nochmal rein und am Mittwoch hatte ich solche Wadenschmerzen. Ich habe immer gedacht, ey, kriegst du jetzt eine Thrombose? Oder kriegst du eine Krampfader, haben wir geguckt am rechten Bein, weil es war ja die Wade und eigentlich sonst hat mir das Knie weh. Ne? Mhm. Und dann wusste ich dann schon nicht mehr, was ich machen sollte. Das wurde immer schlimmer gesehen, hast du nichts. Da war ich dann am Donnerstag so weit, dass ich gedacht habe, ich hatte am Sonntag dann Dienst, habe ich gedacht, Dienst musste machen, muss mal gucken, was geht. Da war ich so verzweifelt, da bin ich in die Klinik gefahren. Mein Orthopäde hat mich nicht drangenommen, der wollte in Urlaub und dann bin ich hoch in die Klinik gefahren. Und nachdem ich dann mit der Frau Dr. Bortfeld und der Frau Dr. Seifelder gesprochen hatte, gesagt, wärst du doch hierher gekommen, das hättest du dir sparen können. Ja, also richtig konnte ich das auch noch nicht eintakten. Ja, und dann am Freitagabend wurden die Schmerzen besser, ohne dass ich was gemacht habe. In der Klinik hatten mich nur gerünscht und Schmerztabletten, das war's. Also ich habe nichts weiter gemacht und am Freitagabend merkte ich, es wurde besser und am Sonntag war es super. Ich kann jetzt mein Knie wieder bis ans Ohr ziehen. Es tut Wahnsinn. Mir nicht mehr weh. Wahnsinn. Es ist super. Einfach so. Okay, ja. Also es gab eine erste Erstverschlimmerung, wie man es so nennt. Ja. Dieser Heilungseffekt ist dann eingetreten. Vielleicht sogar auch dieses Lymphsystem, was da angefangen hat, das abzutransportieren. Hast du stark gefühlt und dann der Schmerz weg. Ich kann es heute noch nicht richtig fassen. Also es ist irgendwie unbegreiflich. Super. Aber es war super und man versucht es ja dann den anderen klar zu machen, was einem da widerfahren ist. Aber die gucken dich alle ungläubig an und sagen, Ja, das muss man erstmal verstehen. Ich sage, ihr müsst wirklich selbst mal reingehen, Richtig. Die Erfahrungen sammeln, weil es ist ja bei jedem auch anders. Genau. Ja, es ist ja auch so ein Resonanzgenerator. Das heißt, er geht mit der eigenen Schwimmung in Resonanz, guckt, scannt den Körper, guckt, was ist da jetzt nicht im Lot und geht da ran. Ja, es war unwahrscheinlich. Und es ist heute noch unwahrscheinlich. Und was man hier so hört und erlebt, man kann es kaum in Worte fassen.
Also ich rate jedem, soll gehen, soll es ausprobieren. Mehr kann man nicht sagen. Und jeder reagiert auch anders, manche gleich, manche gar nicht. Richtig. Manche brauchen länger. Aber ja, es ist einfach toll. Es ist toll, dass es den Beruf gibt. Ganz genau. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir. Gerne, ja, geschehen. Leute, wir sehen uns gleich draußen. So, ihr Lieben, raus aus dem Blue Room, rein in die Gartenliebe. Ich werde jetzt erstmal was essen, ein bisschen Energie tanken, ein bisschen Salat aufnehmen und danach gebe ich euch mein Feedback über den Blue Room. Kommt mal mit. Geschaut. Ein wunderbares kleines Bistro hier, erinnert mich ein bisschen an Mainz in Frankfurt. Alles mit Liebe gemacht, biologisch, alles rein vegan, sogar hier in Weimar. Also Leute, ihr seht, auch auf Reisen findet man immer was Schönes. Jetzt schaut ihr das mal an, Schatz. Ein frisch gepressten rote Beete-Saft, ja, was natürlich sehr, sehr viele Antioxidantien hat. Deswegen sprechen wir das noch ein und dann sehen wir wieder auf Sendung. So Leute, also für meine Frau gibt es heute mal wieder was nur vegan, was heißt nur, auf jeden Fall schon mal vegan, sehr gut. Für mich einen wunderschönen Salat, ja, den ich mir jetzt noch ein bisschen verfeinern werde, mit etwas Avocado und natürlich etwas Löwenzahn. So Leute, jetzt habe ich mir das Ganze noch gepimpt und zwar mit Löwenzahn und natürlich auch mein Buchweizen und auch etwas Avocado. Und jetzt ist das Ganze auch der Reise entsprechend mit genügend Licht aufgetankt, denn man soll nicht nur Licht äußerlich tanken, sondern auch Licht essen, was auch bei dem Bio-Scan, sage ich immer, was auch bei dem Blue Room im Prospekt stand, dass man sich möglichst voll mit Licht tanken soll, danach und davor, weil dann die Effekte natürlich noch besser sind. So ihr Lieben, jetzt habe ich mich von innen gestärkt, von außen gestärkt, habe im Licht gebadet und jetzt bin ich bereit für mein Feedback. Und ich muss euch sagen, Leute, dieser Blue Room ist einzigartig. Also ich habe mich selten so wohl gefühlt in einer Struktur, in einem Raum wie dort. Ich konnte richtig tief ein- und ausatmen und mich einfach richtig gehen lassen. Wie schon bereits erwähnt, meditiere ich ja jeden Tag und bin deswegen schon da ein bisschen besser geübt in der Praxis mit dem Loslassen. Das hat mir dabei geholfen, tief zu entspannen zu können. Also die Entspannung habe ich wirklich krass gefühlt. Durch die Rohkost, die ich jetzt schon seit 2 Jahren praktiziere, ist es natürlich nochmal eine Verstärkung. Aber ich glaube, es wird jedem helfen, Leute. Jeder von euch, der da hingeht, kann ich wirklich nur empfehlen. Nehmt euch die Zeit, geht vor ein bisschen in Weimar spazieren, kommt runter, seht es als Wellness. Leute, die krank sind, Leute, macht erst recht. Also besonders bei chronischen, schweren Krankheiten, Leute, nehmt euch Zeit, macht nicht nur eine Sitzung, sondern mehrere Sitzungen. Ich habe natürlich jetzt auch schon Effekte gemerkt, aber ich habe gemerkt, ey, da muss ich öfter hin. Und wenn ihr hingeht und erwähnt, dass ihr das von mir empfohlen bekommen habt, werdet es mir lieb, weil dann kriege ich, wenn öfter von euch Leute da hingehen, vielleicht irgendwann mal bei der nächsten Sitzung ein bisschen was gut geschrieben. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Geht dahin. Ach so, genau, sie hat noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich jetzt rausgegangen bin, und hat erzählt, dass sie sogar bei Trigeminusneuralgie, also ganz schweren Krankheiten, ja, wo die ganze Gesichtshälfte wehtut und teilweise sogar gelähmt werden kann durch die ganzen Schmerzen, dass da sogar Abhilfe geschaffen wurde durch den Blue Room. Leute, die irgendwelche Bewegungseinschränkungen hatten, Schlafprobleme, ganz klar, habt ihr auch gehört. Und allerlei Krankheiten, wie gesagt, Leute, wer sich ein bisschen mit Thema Vitamin D und mit Lichttherapie auseinandergesetzt hat, der weiß das zu schätzen. Ja. Schaut euch auch auf jeden Fall noch den Vorträge dazu im Internet an. Da gibt es noch andere dazu bei YouTube, wenn ihr mal eingibt. Blue Room, ja, B-L-U mit einem U nur geschrieben, Blue Room. Da findet ihr dann noch ein paar spannende Vorträge, Leute. Und lasst euch inspirieren und kommt auf jeden Fall her und checkt das aus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bald kommt auch eine Sendung zum Thema Melatonin. Denn genau wie Licht auf der einen Seite, ist Melatonin das ein Hormon auf der anderen Seite, also Vitamin D3 und Melatonin, der Gegenspieler, wird produziert, wenn es mal richtig stockdunkel ist. Und da gibt es auch wirklich Anwendungsmöglichkeiten, indem man schon einen kompletten stockdunklen Raum begibt. Denn das erleben wir auch nicht mehr. Wir sind, der normalen Bürger ist so gefangen zwischen Licht und Dunkelheit, aber nie wirklich in einem Extrem. Und das ist ganz, ganz schlecht. Genauso wie man, wenn man nicht richtig Sport macht und nicht richtig entspannt, in so einem Pegel ist, der nie gut ist. Man muss die Extreme erleben. Ne? Das heißt Sportanstrengung und radikale Entspannung mit Meditation. Aber bei dem Licht ist genauso, denn in der Stadt herrscht eine Lichtverschmutzung.
Das heißt, es ist nie wirklich stockdunkel. Ich kann euch nur empfehlen, in der Mittagspause oder wenn ihr abends ins Bett geht, zieht entweder so eine Schlafmaske auf oder macht die Rollladen ganz, ganz runter, dass auch mal wirklich null an Licht reinkommt. Wie genau im Gegenteil, geht dahin, wo viel Licht ist am Tag. Ja? Und nicht in künstliches Licht, damit sind keine Lampen gemeint, auch Tageslichtlampen sind dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wir brauchen wirklich Sonne. Oder auch wenn die Sonne nicht scheint, geht raus und nehmt das Licht so, wie es ist, denn es ist mal 100.000 Mal stärker als das Innenlicht. Ja? Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, Leute, diese beiden Extreme wieder zu leben und euch hier sehen zu lassen. Reist nach Weimar, Leute, kommt hierher, genießt diese Blumenatmosphäre und ihr werdet es nicht bereuen. Bringt eure Familien, eure Kranken in eurem Umfeld mit, zeigt denen dieses Video oder am besten zeigt ihnen auch die anderen Videos noch und reist hierher. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr kommt mich in den Laden besuchen. Falls ich nicht da bin, kommt einfach mal vormittags vorbei. Da bin ich eigentlich meistens anwesend. Ich hoffe, ihr bestellt euch meine Ernährungspläne, Leute. Ihr stellt eure Ernährung um. Und wenn ihr schon in Weimar seid, Leute, kommt auf jeden Fall hier hin in dieses kleine Lädchen Gartenlebe. Super Laden. Hab jetzt richtig verkostigen lassen. Und jetzt gibt es noch einen leckeren Nachtisch sogar für mich. Nämlich habe ich mein Buchweizen mitgebracht. Warte, ich zeig's euch gerade. Da habe ich mir mein Buchweizen mitgebracht, ja, und habe mir dazu eine von meinen Energiekugeln und meine Frau kriegt hier so ein Stück Schokotorte. Von daher, Leute, ihr seht, es ist überall für uns gesorgt, egal wo es hingeht. Löwenzahn ist immer dabei, Brennnessel ist immer dabei. Nebenbei habe ich noch Hagebutten geerntet. Danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert den Kanal, hier müsst ihr jetzt was aufblinken. Bitte da draufklicken, Leute, es kostet nichts. Es kostet nichts, dieses Abonnement zu machen und auch die Reise hier, Leute, das ist kein Vergleich, ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao. So, ihr Lieben, es sind jetzt einige Wochen vergangen, seitdem ich im Blue Room war. Und ich muss nochmal einen kleinen Nachtrag bringen, weil nach dem Blue Room, das habe ich mir gerade angeschaut, da war ich einfach viel zu müde, viel zu platt. Und man muss das Ganze immer ein bisschen auf sich wirken lassen, bevor man wirklich sieht, was das bewirkt hat. Und bei mir war es so, Leute, ich hatte eine extrem krasse Entspannung in den letzten und eine Entspannung und Veränderung meiner Wahrnehmung erlebt. Das heißt, meine Sinne waren viel geschärfter. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich auch schärfer sehen und hatte so eine weitere Wahrnehmung, die war richtig geöffnet. Es ist so, dass dieser Blue Room immer erst das heilt, was zeitlich am weitesten zurückliegt. Das heißt, wenn ihr mit einer Absicht da reingeht und sagt, ich hätte jetzt gern die und die Wunder geheilt, dein Deckelkörper sagt, nee, da drüber oder dahinter gibt es einen Konflikt, der viel ursprünglicher ist und der muss erstmal angegangen werden. Bei mir war es so, dass zum Beispiel hier, ihr kennt ja meine arthritische Rheumatoide, Arthritis an der Brust, weil ich immer so trainiert habe. Ja, also ich habe immer vorne gepumpt, ich habe immer 80 Kilo direkt genommen und hochgedrückt, ja, anstatt auch mal die Gegenbewegung zu nehmen. Ja, übrigens das neue Buch von Roland Liebscher bracht, die Arthrose-Lüge müsst ihr euch holen. Dann merkt ihr, wenn ihr in die Gegenrichtung euch zieht, dann geht es auf und dann geht der Schmerz weg. Kurzum, ich habe gemerkt, der Schmerz ist einfach weg gewesen die nächsten zwei Tage. Komplett null. Das heißt, jetzt immer noch, wenn ich so reingehe, spüre ich, da ist was. Ja, hier, genau hier, vielleicht seht ihr das. Da ist so ein kleiner Hubbel, weil es die Rippe drückt dann so hier auf dieses Gelenk und das war entzündet die ganze Zeit. Ja, und das, die Faszien und alles, was es umgibt, haben das so zusammengeklebt. Und der Schmerz war drei Tage weg. Ich habe mich schon gewundert, ich denke, das kann doch nicht sein. Dann habe ich überlegt, habe gesagt, krass, das war anscheinend der Blue Room. Und ich habe auch die Nächte danach so extrem gut geschlafen, wie selten. Also ich schlafe eigentlich immer gut, außer wenn ich abends esse. Und ich habe so entspannt geschlafen, auch meine Frau. Und wir kamen an von dieser Blue Room Reise, kamen in die Wohnung und ich hatte erstmal das Bedürfnis, alles aufzuräumen. Das heißt, ich habe die Terrasse hier, auf der ich jetzt gerade sitze, aufgeräumt. Ich habe mein Schlafzimmer entmistet, ich habe so richtig entrümpelt. Und mir kamen gleichzeitig so neue kreative Gedanken. Das heißt, ich habe erstmal alles abgearbeitet, was ich auf meiner geistigen To-Do-Liste hatte, was ich schon lange vor mich hergeschoben habe, die kennt so Sachen. Ja, habe ich abgearbeitet und habe dann gleich wieder drei, vier neue Sachen draufgesetzt. Also man macht Fortschritte. Man erledigt entweder die Sachen, die man lange vor sich hingeschoben hat. Ja, natürlich ist es auch so, dass körperlich sich einiges getan hat. Das heißt, ich vergleiche das ein bisschen mit Ayahuasca, Leute. Ja, ich glaube, das ist übertrieben. Viele haben gesagt, ich will so eine Ayahuasca-Zeremonie. Aber Leute, geht in diesen Blue Room. Das ist Heilung auf einer höheren Ebene. Das heißt, euer höheres Selbst entscheidet, was wird jetzt geheilt. Ja, und diesem höheren Selbst sich hinzugeben und zu vertrauen, das ist einfach sensationell, weil das macht immer, trifft immer die richtige Entscheidung. Wenn ihr meint, mit eurem Geist und eurem Ratio das steuern zu wollen, dann seid ihr nicht so intelligent, dann habt ihr nicht so eine große Erfolgsrate, wie wenn ihr das Höhere selbst übernehmen lasst.
Also Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, geht in diesen Blue Room, geht dorthin, berichtet mir eure Erfahrungen, würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt hier drunter, wenn ihr da wart, sagt, ey, ich habe das und das erlebt, damit wir uns auch dagegen eigentlich austauschen, weil die Technologie ist so neu, da gibt es noch zwar Studien und Erfahrungsberichte, aber ich würde da gerne viel mehr noch wieder drüber wissen. Und ich werde auf jeden Fall auch nochmal hinreisen. Ich habe schon die nächste Reise geplant, also es steht für mich ganz, ganz oben auf der Liste, da wieder hinzureisen. Und sagt mir, was ihr erlebt habt, Leute. Sagt mir, was ihr erlebt habt und kommt bei mir in den Laden, stellt eure Ernährung um und bringt Licht in euren Körper. So wie jetzt, Leute, ist es jetzt Herbst. Ich war jetzt gerade wieder morgens joggen vor der Arbeit, setze mich jetzt hier hin in die Sonne. Auch wenn es kalt ist, die Leute mit Jacke draußen rumlaufen, oh, mir ist kalt. Ich trainiere, mache meine Liegestütze, meine Sit-Ups, meine Klimmzüge, setze mich dann hier in die Sonne ein bisschen und dann gehe ich in Arbeit, trinke meinen frisch gepressten Gemüsesaft und mir ist nie kalt. Mir ist nie kalt, ja, weil ich immer in Bewegung bin. Also Leute, erhält euren Körper mit Licht, mit Sonnenlicht, erhält euren Körper mit der Frequenz des Blue Rooms, Leute, das ist genial, Leute, das ist wirklich genial. Das hat Nachwirkungen, wie Ayahuasca, wie gesagt, das wirkt tief auf einer tiefen Bewusstseinsebene und induziert da eine krasse Heilung und erhält euren Geist mit Superfoods, Leute. Ich habe hier unten jetzt meinen Online-Shop verlinkt, ich baue den gerade auf, das heißt, ich werde peu à peu die besten Produkte der Welt zusammen in diesen Online-Shop einfügen, dass ihr hundertprozentiges Vertrauen habt, weil Leute kaufen nicht einfach so irgendeinen Schrott bei Amazon. Erhält euer Bewusstsein auch durch eine Ernährungsstellung, dass ihr viel grün esst, dass ihr viele Wildkräuter esst. Leute, habe ich gerade wieder gesammelt. Ich war auf der Wiese, habe mir das Gras von der Wiese gesammelt. Ja, die Leute denken, was macht der? Wieso nimmt der das Gras von der Wiese? Ja, das Gras von der Wiese hat mehr Omega-3-Fettsäuren als das Weizengras, das ihr züchtet. Das heißt, hochenergetische Lebensmittel konsumieren, die Licht in euren Körper bringen. Chlorophyll, geronnenes Sonnenlicht. Ja? Und natürlich viel bewegen und Sport machen, selbst wenn es draußen angeblich kalt ist. Und wenn hier der Herbst da ist und so schöne Blätter, dann wisst ihr, was das ist? Das ist auch Licht, Leute. Deswegen ist es auch so, wenn ich gehe natürlich barfuß, ja, also immer barfuß, Leute. Wenn ihr auf den Blättern rumtretet, merkt ihr, ey, krass, der Boden ist viel wärmer, weil da ist noch das Licht vom Sommer gespeichert. Das heißt, ihr tretet auf dem Licht vom Sommer rum und ich lege mich dann auch da rein, lege mich auf den Boden, strecke meine Arme aus und merke, ey, wow, dieses Licht vom Sommer ist sensationell. Leute, ladet euch mit Licht auf und genießt die Sonne. Ich gebe noch mal einen kleinen Schwenk zum Abschied. Geht auf jeden Fall in diesen Blue Room, Leute, und berichtet mir von euren Erfahrungen. Und wir sehen uns in der nächsten Sendung, Leute. Es geht heiß her. Wir haben hier so krasse Themen, das glaubt ihr gar nicht. Ich gehe auf die Revolution. Ich besuche, habe viel Kontakt zu Super-Hochkostlern gehabt. Alex Green war bei mir gewesen. Und, Leute. Also, wenn ihr hier bleibt, Leute, auf dem Kanal, werdet ihr so viel interessante Sachen noch lernen. Das ist unglaublich. Ich bin selbst fasziniert. Okay, Leute. Also, schönen Schwenk zur Sonne. Und wir sehen uns in der nächsten Sendung. Abonniert den Kanal, Leute. Kauft meine Bücher. Ich arbeite jetzt auch gerade wieder dran. Deswegen bin ich vormittags jetzt immer ein bisschen mehr zu Hause. Ja, wir sehen uns trotzdem noch im Laden, Leute. Ich gehe da trotzdem noch hin, auch wenn ich wieder der Inhaber bin. Ich bin immer noch da zu sehen. Kauft meine Ernährungspläne. Kauft meine Bücher. Und ladet euch die mit Superfoods auf, erhält euren Geist, Leute, und genießt die Sonne auch bei solchen kühleren Temperaturen.